Hallo, ich bin Elisa aus Berlin. In der letzten Zeit war ich gerade in Griechenland und habe dort mit Aktivisten aus aller Welt und auch aus Griechenland zusammen und auch vielen aus Syrien und geflüchteten Menschen gearbeitet. Und jetzt bin ich wieder zurück in Berlin und wurde eingeladen auf den Kongress und bin dahin gefahren mit der Neugier und der Idee, anderen Menschen zu begegnen, die ebenfalls aktiv sind, sich zu vernetzen und zu überlegen, was man gemeinsam tun kann. Ja, jetzt hast du die 3 Tage des Kongresses schon hinter dir. Würdest du sagen, dass deine Hoffnungen erfüllt wurden? Ja, also ich bin ganz beflügelt und begeistert wiedergekommen, hatte eine ganz tolle Zeit. Was ich mir ein bisschen gewünscht hätte, was mir gefehlt hat, war nicht nur über das Was zu reden, also wer sind wir, was machen wir, was wollen wir. Wir wollen die Geflüchteten selber einbinden und es muss irgendwie über die konkrete Nothilfe hinausgehen und so weiter. Das war eigentlich klar und ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, über das Wie zu reden. Also wie kann man gemeinsam einen Protest über die konkrete Hilfe hinausgehen lassen und mehr politisch werden lassen. Aber vielleicht kommt das ja auch noch. Das war ja erst der erste Schritt. Wie du auch, hatten ja, wie wir gemerkt haben, einige dort Anwesende auch so bestimmte Überschneidungen, sind nicht nur in der Geflüchteten-Solidarität aktiv. Und es gab ja die Entscheidung am Sonntag, dass sich Welcome to Say das nächste Mal am 4. September trifft. Da ist vorher angekündigt ein Aktionstag von Blockupy und vor allem auch Aufstehen gegen Rechts als große Mobilisierung. Ist das so ein weiteres Zusammenwachsen? Was erhoffst du dir davon? Geht das in die Richtung dessen, was du denkst, was es jetzt braucht? Braucht es vielleicht auch noch mehr, was jetzt noch nicht angegangen wurde? Doch, auf jeden Fall ist es schon ein weiterer Schritt, der darauf aufbaut. Ich denke, was es braucht, ist, wir reden alle immer von Vernetzung, ist dieser Vernetzung eine Sprache zu geben und Gesichter zu geben, mehr Menschen dazu zu bringen, die Verhältnisse nicht zu akzeptieren und sie zu bekämpfen. Wir haben uns alle in unglaublich viele Mailinglisten eingetragen und eigentlich habe ich so ein bisschen so einen Mailinglisten-Overkill. Ich würde mir wünschen, dass es über diese Listen einen Austausch gibt, wo Aktionen, die zum Beispiel eine Gruppe vorhat, vorgestellt werden und dazu mobilisiert wird, aber auch in einem größeren Zusammenhang mobilisiert werden kann und das komme ich jetzt zu dem zweiten, also einmal die Vernetzung und dann aber auch, dass sich konkrete Aktionen ergeben, die in einem größeren, die eigentlich in einem transnationalen Zusammenhang stattfinden müssen, weil das ist die große Hoffnung, die ich habe und glaube, das ist die große Chance und das Potenzial, was wir, diese Leute, die sich jetzt auf dem Kongress getroffen haben, auch haben, nämlich transnational politisch aktiv zu werden und das, wogegen wir sind, zu bekämpfen. Wir sind Aktivisten, die sich einmal eben in der konkreten Geflüchtetenhilfe in verschiedenen Kreisen bewegen und aktiv sind, aber auch gleichzeitig viele, die sagen, wir müssen darüber hinausgehen, den Menschen hier zu helfen, sondern wir müssen uns auch überlegen, warum sind sie hier und was ist. Welche Rolle spielt Deutschland, die deutsche Regierung, Waffenexporte, EU, Außenpolitik und so weiter darin und was können wir dagegen tun?